Und willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle! Eine neue Route und neue Trainer. Achtung, hinter dir! Ja, hinter mir sind Bäume und ein bisschen Gras und was soll denn hinter mir sein? Tja, das wissen wir nicht. Was wir aber jedoch wissen, ist, dass wir heute diese Route wahrscheinlich beenden werden und somit in ein neues Gebiet kommen. Wir müssen ja jetzt rüber zur nächsten Arena, die vierte. Denn Lamina hat immer noch keinen Bock mit uns zu kämpfen, deshalb, ja, machen wir noch eine weitere andere Arena, bis sie sich dann irgendwann denkt, okay, ja, bist doch besser als ich dachte, ich lasse dich doch mal gegen mich kämpfen. Aha. So, und gleichzeitig hoffen wir auch, dass wir ein paar Pokémon entwickeln können. Das wäre zumindest vom Vorteil. Also auf dem Weg hin, nicht in dieser Folge, also das wird ein bisschen schwierig. Aber so allgemein meine ich halt. Wir können einfach die ganze Zeit Feuerschlag einsetzen und alles in unserem Weg, ja, kaputt schlagen mit Feuer halt. Feuerschlag, das ist der Sinn der Attacke. Und das machen wir auch. Mein Plan, dich zu verängstigen, ist gescheitert. Ach, das war nur eine Ablenkung. Ah, ja, aha. Du magst ja stark sein, aber du solltest trotzdem immer auf der Hut bleiben. Ja, ja, immer aufpassen hier auf Route 214. Denn die Route ist gar nicht mal so kurz. Wir werden hier wahrscheinlich für ein bisschen länger verweilen. So, ich stelle das mal kurz raus, wie ich die ganzen Bären hier eingesammelt habe. Okay, wir können jetzt hier rechts lang in den ganzen Zäunen. Oder hier links zu einem... zu einem Höhleneingang? Maniac-Höhle. Jeder nennt mich nur den Ruinen-Maniac. Aber mir ist das ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stückchen für Stückchen abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruinenmaniac, der von Incognito fasziniert ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wie wäre es, wenn wir uns einen Wettstreit liefern würden? Du gehst los und fängst die Incognito, während ich hier weitergrabe. Mal sehen, wer als erstes fertig ist. Wie wär's mit Nein? Aber die TM, die nehme ich mit, ne? Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich meine, das lag hier halt rum und du hast es hier nicht genommen. Also, danke. Aber keine Ahnung, was er einem geben kann, aber ich habe keine Lust auf seine Aufgaben. Aha, hier kann man runter zu zu Gras. Hier können wir mit einem wildfremden Mediza auch weiterkommen. Ich finde irgendwie hier in diesem Remake machen diese Hindernisse überhaupt keinen Sinn, weil die sind eigentlich dafür da, dass wenn du gerade zufälligerweise ein Pokémon in deinem Team hast, was diese VM kann, dass du dann eine Abkürzung erschaffen kannst. Aber hier kannst du ja immer eine Abkürzung verschaffen, deshalb ist das ein bisschen komisch, weil es nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Ja, natürlich dreht sich genau darum. Sieg und eine Niederlage, wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das wird kein Freundschaftsspiel. Nein? Was wird's dann? Was hat er da, eine Münze? Dass die so in der Luft hängen bleibt? Oh, Goldini. Goldini Rollenspiel. Was für ein Rollenspiel treibt ihr denn hier? Wer übrigens die letzte Folge nicht gesehen hat, der wird auch gar nicht wissen, dass wir in der letzten Folge eine Arena gemeistert haben. Und ja, da haben sich ein paar Pokémon entwickelt. Zum Beispiel auch mein Chilterra. Oder Checkereinheit zu Chilterra. Was auch ziemlich cool war. Ich weiß aber bis heute nicht, ob das Stacheln oder kleine Berge sein sollen auf seinem Rücken. Ich denke eher Stacheln. Aber wenn man so ein bisschen weiter überlegt, es könnten auch Berge sein. So von seinem ganzen Aussehen her und alles. Würde ich nicht ausschlagen, aber wahrscheinlich sollen es Stacheln sein. Ist vielleicht ein bisschen OP, dass ich jetzt hier die ganzen Goldinis mit dem Chilterra kaputt schlag, aber ey, keine Ahnung, einfach durchkommen. Weiter so, ja, ja, genau, immer schön weiter so machen. Einfach, drei Goldinis? Das ist aber echt mager, du, das ist echt mager. Also, da hättest du es aber zumindest dreimal entwickeln können, weißt du? Ein Golking kann so viel mehr. Jetzt so ein lächerliches Goldini. Oh, Chilterra landet ein Volltreffer, weil es mich liebt. Das ist doch wunderschön, aber brauchen wir gerade nicht. Das solltest du lieber aufsparen für die wichtigen Kämpfe. Ich liege gern mal daneben. Ja, fast immer eigentlich.
wenn du mit Goldinis kämpfst. Ich komme einfach nicht in den Rhythmus. Genug für heute. Okay. Das Item, das habe ich gerade gesehen, das schnappen wir schnell. Kapsel X, Spezialverteidigung, 10.000 Wörter noch dazu. Ist ja nichts Besonderes so. Naja. Hier ist ein Gegner. Ja, der dreht sich im Kreis und geht dann wieder rüber. Aber wir wollen natürlich trotzdem kämpfen. Was? Das ist eine Pokédex? Ja. Ich kann euch sogar sagen, wie weit ich mit dem Pokédex mittlerweile bin. Ich habe ungefähr ein Drittel durch. Das ist schon ziemlich viel, würde ich sagen. Gut, was heißt ziemlich viel? Also, dafür, dass es nur 151 Pokémon im Pokédex sind, anders als im Platin mit 200 irgendwas, ist es, nicht so viel, aber... Ich meine, man muss ja den Pokédex nur für 151 Pokémon vervollständigen in diesem Spiel. In manchen anderen Spielen, meine ich, war das so, dass man den Nationaldex fertig machen muss und nicht den normalen aus der Region. In diesem Spiel gibt's beides was, glaube ich? Ach, keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, Pokédex habe ich ein bisschen was voll. Ich arbeite dran. Und ja, je weiter wir kommen, desto mehr habe ich drinne. Deshalb sollten wir schnell weiterkommen, damit ich mehr sammeln kann. Und der Typ hier, der hält mich nur auf. Ich bin sowieso schon hochgelevelt. Ich denke, ich krieg die Arena auch so mit meinem Level hin. Also hau mal ab hier. Deinen lächerlichen Ponitas, entwickel sie doch mal. Ganz wichtig, Trainer hier draußen. Alle, die mich hören, alle Trainer. Entwickelt eure Pokémon. Die sind wirklich stärker, wenn man die entwickelt. Außer natürlich, ihr habt einen Evolit, aber das gibt es in vielen Spielen gar nicht. Gut, in den Spielen, wo es das gibt, kann man es natürlich benutzen, aber ich bin kein großer Fan davon. Ich entwickle lieber meine Pokémon, auch wenn sie dann ein bisschen... Naja, bei manche Pokémon sehen in der Weiterentwicklung nicht so cool aus, finde ich. Aber das ist ja nicht bei jedem Pokémon so. Zum Beispiel jetzt beim Bäuerlin. War ja vorher ein Bammelin. Ich mag eigentlich beide Formen. Und deshalb war es wieder komplett egal. Ich bin so neidisch auf deinen Pokédex. Neidisch auf einen Pokédex? Bro, die kannst du da für einen Zehner bei Professor Eibe holen. Ja, da haben viele verschiedene Pokémon bei sich, oder? Mit je mehr Trainer du kämpfst, desto schneller fühlt sich auch dein Pokédex. Ja, von Pokémon, die man gesehen hat, schon, aber ich habe eigentlich von Pokémon geredet, die man fangen kann. Ja. Hi, Süße. Ah, du möchtest mir etwas über Pokémon beibringen? Klar, also es gibt da so verschiedene Typen. Und es gibt Pokebälle. Und es gibt Statusprobleme. Und dann gibt es Wurmadam, was einfach ein nutzloses Pokémon ist. So, jetzt werde ich gehatet. Naja, also ich finde auf jeden Fall Bumi und vor allem Bumi, aber auch Bumadam finde ich tatsächlich nicht so gut. Also Pudox, also die andere Entwicklung für Bumi. Bumi kannst du ja entweder zu Bumadam oder zu Pudox entwickeln. Pudox kann ich tolerieren, aber Bumadam finde ich persönlich ziemlich schwach. Sehe ich so den Sinn hinter nicht so ganz. Aber vielleicht sagen ja andere, boah nee, Bumadam, du bist so böse zu dem Viech, das ist voll gut eigentlich. Okay. Das ist okay. Ah, oh, das kannte ich noch gar nicht. Ja, jetzt weißt du Bescheid, dass dein Pokémon nützlich war. Es gibt so viele Pokémon, ich weiß gar nicht, welches ich zuerst verhätscheln soll. Okay, verhätscheln, ah ja. Oh. Hi. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du! Oh yeah, das war ich. Ja, man kann die alle hier skippen und das Spiel ist auch so designt, dass man versuchen kann, alle Trainer zu skippen. Aber ich bin halt jemand, ich kämpfe immer gegen alle Trainer. Immer. Immer. Ich habe zwar früher, als ich kleiner war, immer alle Trainer geskippt, weil ich mir dachte, nee, kein Bock. Ich will lieber mit der Story weitermachen, aber ich weiß nicht, so... Wenn ich schon mal alle Trainer besiegt habe, dann immer wenn ich an diesen Ort zurückgehe, dann ist es zum einen auch nicht nervig, dass die einen aus dem Nichts angreifen, ne? Wenn man gerade nicht drauf achtet. Außerdem kann man hier schön leveln. Meistens sind die Trainer nämlich alle viel, viel schwächer als man selbst. Das merkt ihr wahrscheinlich auch selber alle. Aber ja, Diamant und Perl und auch vor allem Platin auch, sind so Spiele, die sind gut für Einsteiger. Nur, dass sie halt ziemlich schwierig sein können. Deshalb ist Brilliant Diamond Shining Pearl vielleicht ein bisschen besser. Weil man da das Spiel ein bisschen einfacher gemacht hat. Wenn ich besiegen will, wird das nicht einfach haben. Aber ich meine, es gibt auch viele schwierigere Elemente jetzt in dem Remake. Ich weiß es aber noch nicht. Wir werden sehen. Wird man stärker, wenn man die Gefühle der Pokémon versteht? Ich denke schon. Hä?
Hier fehlen einfach zwei Bäume. Okay. Oh, nein, du willst kämpfen. Nein. Nein, kein Bock. Das war das Item hier. Also, nachdem wir natürlich gegen dieses wilde Ponyta angetreten haben, ja, dann dürfen wir, aber auch nur wirklich dürfen, wir dieses Item begutachten, bevor das nächste Pokémon kommt. Komm, es gibt schon immer eine Großwurzel. Ist vielleicht was so... Pflanzen-Pokémon, meine ich, oder? Dass sie sich ein bisschen heilen oder so? Oder vielleicht stärker sind? Ach, keine Ahnung. Ich muss mal kurz in den Beutel schauen, was das ist. Ich hab's nämlich komplett vergessen. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich kurz aus dem Gras raus. Ich will nicht kämpfen, lass mich. Gut. Könnt ihr ja kurz nachschauen. Ach ja, übrigens, wegen dem neuen Outfit ist dieses Beutel-Icon jetzt braun, statt wie es vorher war. Wo sind denn die Items? Hier. Genau, Großwurzel, ein Item zum Tragen, verstärkt KP, achso, verstärkt KP stehlende Attacken, das macht das, das hat nichts mit Pflanzen, okay, hat nichts mit Pflanzen zu tun, alles klar. Ja, wir haben Igelsamen für Chatterer, aber ich finde Flinkklaue passt viel besser mittlerweile irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag das Item einfach für meinen Chatterer. Ihr wisst, ich kann nicht reden, ich rede wieder zu schnell, ich dribble wieder zu heftig. Mal aufhören damit. Oh, du hilfst mir dabei? Klar, ich habe mich auf die Reise begeben, um die Rätsel der Welt zu erkunden. Das hat mich ziemlich stark gemacht. Und du bist mir auch ein Rätsel. Lass uns kämpfen. Ach, du denkst, wenn du gegen mich gewinnst, bist du stärker? Ja. Das mag sehr gut sein, aber versuche erstmal mit einem Schilderus gegen mich anzukommen. Vielleicht entwickelst du es erstmal, bevor du gegen mich antretest. Also, wirklich, also... Schilderus ist ganz nett, aber... Wie immer, entwickle es! Sogar die Verbrennung kriege ich drauf. Oh, Tackle, oh, wie süß. Oh, 3 KP gemacht. Oh, chill. Ich brauche noch ein Pflaster. Und tschüss. Spiel? Ja, okay. Tschüss. Bam. Du, 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 du. Theodor hat verloren. Was für eine Enttäuschung. Das stimmt. Das war's so. Es gibt noch viele unerforschte Rätsel auf dieser Welt für mich. Ich sollte also nicht in Selbstmitleid versinken. Ja, solltest am besten versuchen, ein bisschen stärker zu werden. Oh Gott, hier sind wirklich viele Trainer, die ich übersehen habe. Um meine Lieblings-Pokémon zu finden, suche ich in allen Himmelsrichtungen. Ja, so wenn du dich hier umdrehst, sieht man das. Aber was ist ein Pokémon, der wo sucht? Was gibt's denn hier auf der Route? Ich habe bisher eine Ponyta gesehen. Ich meine aber, dass es in Pokémon immer so ist, dass jede einzelne Route immer ein bisschen anders ist als irgendeine andere. Also was ich damit sagen will ist, in... Und was ist das Gegner? Okay, geht der Pokémon ins Wasser. Okay. Was ich damit sagen will ist, dass in jeder Route bei Pokémon es immer mindestens ein anderes Pokémon gibt als auf einer anderen Route. Das war zwar, ich weiß nicht, ob es immer schon so war, aber vor allem in den neuen Spielen ist es so. Ich weiß aber nicht, ob es auch schon hier in Diamant und Perl war. Ich meine, damals in Rot, Blau und Gold und Silber, da war das nicht unbedingt so. Vor allem nicht Rot und Blau. Aber so in späteren Spielen war das immer so, dass jede Route anders ist von den anderen. Dass da immer andere Pokémon gab und nicht die exakt gleichen. Aber wir haben irgendwie ziemlich viel Pech. Wir sehen immer nur die gleichen Pokémon. Vor allem sehen wir sehr, sehr oft Ponyta aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ist auf jeden Fall so. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit den Statuen zu tun hat. Ich meine, ich habe gerade so einen Effekt drauf, dass er Feuer boostet, aber das wäre echt lächerlich, wenn das irgendwie auch... Das wäre komisch, wenn das auch auf der Overworld zählen würde, oder? Das finde ich komisch. Naja, keine Ahnung. Nur Bamelin zu haben, immer wieder das exakt gleiche Pokémon-Member zu haben, hilft dir auch nicht weiter. Auch wenn du 6 Mewtwo's hast, wirst du nicht gewinnen. Das ist ein schlechtes Team. Eine große Variation an Pokémon ist das Wichtige, ja. Ich habe einen Mario-Effekt, Mann. Ah, aber das sind doch meine Lieblings-Pokémon. Ja, trotzdem habe ich nicht 6 Bisasamen in meinem Team. Wenn du ein bestimmtes Pokémon finden willst, musst du überall danach suchen. Nicht nur im Osten und Westen, sondern auch im Norden und Süden. Ja, mal gucken, wann wir mal einen Bisasamen finden werden. Aber hey,
Ihr neuer Gegner. Ich habe das Gefühl, dass hier etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Wie dem auch sei, ich werde dir im Kampf zeigen, welche Pokémon ich entdeckt habe. Du hast Pokémon entdeckt. Wow! Ich habe auch Pokémon entdeckt. Ich bin dadurch einfach. Ich bin einfach ins Gras gegangen oder ich bin einfach in den Untergrund gegangen und dann habe ich Pokémon entdeckt. Oh, guck nur dann. Ich meine, der Arenaleiter hat dann guck nur dann, oder? War das nicht so? Also den ersten, den wir besiegt haben. Liebere Brückung. Nicht sehr effektiv? Welchen Typen ist das Ding denn? Ist das Gestein? Ich dachte, das wäre Stahl. Ha? Oder ist es irgendwie. Nee. Okay, komisch. Ich dachte irgendwie, das gucken und dann einen anderen Typen hätte. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen vertan. Na, wie auch immer. Gut, dass mir das Spiel schon direkt sagt, was ich einsetzen soll. Ach ja, und da ich immer Aquaknarre einsetze aus Versehen, ja. Wasserdüse ist offensichtlich eine bessere Attacke, weil es schnell ist und das hier ist halt Wasserdüse langsam. Ja, jetzt habe ich es auch gecheckt. Ich habe die ganze Zeit immer Aquaknarre eingesetzt, weil ich dachte, Wasserdüse wäre schwächer und Aquaknarre besser, aber das ist nicht der Fall. Ja, man kann sagen, das eine ist physisch, das andere speziell. Aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so einen Unterschied macht, tatsächlich. Ich habe das früher nie beachtet. Erst seit den neueren Games ist mir das so richtig aufgefallen, dass da die Symbole sind und dass das bei manchen Pokémon anders ist als bei anderen. Ja, Robustheit, du. Ich habe das wirklich nie beachtet. Aber es gibt Kämpfer, die sind speziell besser. Und es gibt Kämpfer, die sind physisch besser. Das ist immer anders. Bei Bäuerlin weiß ich es tatsächlich gerade gar nicht. Aber ich finde das, finde sowas allgemein noch gar nicht so wichtig. Ich meine, Attacke ist Attacke. Wenn sie stark ist, dann haut sie auch stark rein. Dann ist es egal, ob es 10% mehr Damage macht oder 10% weniger. Wegen physisch, speziell oder was auch immer. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber was ich damit sagen will, ist, ich lege da nicht so viel Wert drauf. Klar, wenn man competitive spielt, sollte man darauf Wert legen, aber jemand wie ich, der die Spiele einfach nur durchspielt und Spaß hat, da lege ich keinen Wert drauf. Sorry. Aber Tails kriegt ein Level Up. Der legt da sehr viel Wert drauf, dass er hier hochlevelt. Das ist sehr gut. Ich kann nicht mit Pokémon gewinnen, die mir noch nicht vertraut sind. Hm. Ach, so ein Punkt. Hier muss etwas Geheimnisvolles verborgen liegen. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Okay. So, hier links sollten wir fertig sein mit allen Trainern. Ich glaube, die Route dauert ein bisschen länger, als ich dachte. Oh, da ist ein Item. Ja! Ja, da rechts ist doch ein Honigbaum, falls jemand Bock hat. Aber da ist auch bestimmt ein Item und so, unsichtbares. Aber kein Bock. Willst du kämpfen? Ja. Meine Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Trainern, die ich nicht besiegen kann. Das macht meine, das macht einen Sammler aus. Macht es das? Really? Macht es das? Ich weiß ja nicht. Wie das präsentiert. So, guck mal, hier mein Pokéball. Da ist Roselia drin. Ja, also. Roselia ist ein sehr durchschnittliches Pokémon, könnte man sagen. Es ist halt so ein. Ah, nichts Besonderes. Das ist halt Roselia. Roselia ist einfach so Roselia. Nichts Besonderes. Aber ja, kann man mögen, muss man nicht. Und wieder so ein Trainer, der immer nur das Gleiche hat. Ihr lernt alle nicht dazu, oder? Kein Wunder, dass ihr alle so schwach seid. Ihr würdet nicht mal den zweiten Orden schaffen. Den ersten, ja, kann ich verstehen. Gesteins Arena ist nicht wirklich schwierig, aber ihr würdet niemals durch die Pflanzenarena durchkommen. Vor allem nicht mit Pflanzen-Pokémon, aber auch mit, weiß ich nicht. Hat hier irgendwer, Punita hatte irgendwer, oder? Auf dieser Route? Ja, mit dem Polita mit zwei Stück würde man vielleicht durchkommen, aber da muss aber auch noch mal Glück haben, ne? Wie auch immer, ihr seid schwach, Punkt. Auf deinen letzten Angriff kannst du stolz sein. Okay. Komisch. Ich bin stolz, Pokémon zu haben, die andere nicht haben. Und ich bin stolz, den zweiten Preis in der Lotterie von Jubelstadt TV gewonnen zu haben. Ja, das interessiert mich nicht, aber es ist schön, dass du stolz auf was bist. Bisschen Item? Hä? Wieso fehlt denn hier ein einziger Zaun? Wieso kann man hier lang? Komm, ich glitsch mich durch. Nee, schade, okay, geil. Neue Route, Kühnheitsufer.
Und die Musik ist entspannt. Vielleicht ein wenig zu entspannt? Hä? Uns wurde aufgetragen, niemanden in die Nähe des Sees zu lassen. Wieso? Genaueres weiß ich nicht, aber es sei ja dazu dienen, den See zu schützen und so. Aha. Okay. Den Paraheiler, den nehme ich mir mal mit. Dankeschön. Und wo sind wir denn jetzt? Eine kleine Zwischenstadt? Scheint so. Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich bei der Rezeption war. Aha. Ja, das ist ein bisschen tragisch. Kann ich hier durch? Nein? Geht's nicht rechts weiter? Anscheinend nicht, nein. Stopp, stopp, stopp! Ja, dich meine ich! In Sonneweg, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt vorerst gesperrt. Ist zu dunkel. Ja, am helllichten Tag ist es bestimmt zu dunkel. Okay. Na, wie er meint. Restaurant 7 Sterne, das Zuhause des guten Geschmacks. Ah, lecker, lecker. Lass mich mal da reinschauen. Reinstuppern. Hier riecht es echt lecker. In unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Speisen. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit. Aha. Dann kämpfen wir mal. Ein Hoch auf Mama, möge es ihr immer gut gehen. Meine Frau ist im Krankenhaus, da sie bald unser Baby zur Welt bringen wird. Meine Tochter schmeckt nicht, was ich auf den Tisch zaubere, also sind wir beide hergekommen. Wie wäre es, wenn wir gegeneinander kämpfen, bis das Essen serviert wird? Okay. Ich hoffe, die sind nicht zu stark. Ich weiß nämlich nicht, ob man das hier schon machen soll. Ich kann mich an das Hotel überhaupt nicht erinnern. Oder was heißt Hotel? Restaurant auf jeden Fall. Ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern. Aber anscheinend kann man hier ein bisschen leveln, wenn man Bock hat. Oder ist das zu... Na, es geht. Es geht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das so passt, aber wir werden es mal ausprobieren. Ja, Belize ist auf jeden Fall schon mal down, aber gut, Belize hat jetzt auch keine krasse Verteidigungswerte. Ja, okay, man kriegt jetzt auch nicht wirklich viel Erfahrungspunkte raus. Ich meine, wenn man alle Trainer geskippt hat und man auf die Schnelle irgendwelche Trainerkämpfe haben will, ich meine, dann ist man hier schon ganz richtig, denke ich, aber ich glaube, das ist wirklich nur so ein bisschen Bonus, falls man wie Bock hat auf Kämpfe. Bling, bling. Oder vielleicht ein schwaches Pokémon gerade im Team hat und das leveln möchte. So könnte ich mir das auch gut vorstellen, falls man das machen möchte. Kann ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass das Leute wollen und ja. Yeah. Ah, okay. Und bam! Bling, bling! Da zerbricht der Spiegel, weil du so hässlich bist. Du bist eine von den Starken, wie? Aber mein Papa war doch mit dabei! Tja, Papa war wohl nicht stark genug. Es wird zu Hause bestimmt noch mal um einiges lebhafter, wenn das Baby da ist. Okay. Kleine Babys klingen wie Pokémon. Pia! Okay. Kein Preis ist zu hoch, wenn es um meine Kunst geht. Aber wenn ich mir die Preise für das Essen hier so ansehe, die sind schon teuer. Wie, du hast auch Hunger? Ach so, du möchtest kämpfen. Ja. Warum auch nicht? Beide nur ein Pokémon diesmal. Pantimos und Enkoin. Die kleine Quietsche-Ente. Warum gibt es eigentlich noch keinen Quietsche-Ente-Merch von Enton? Also ich bitte euch, das ist doch klar wie Kloßbrühe, dass man sowas macht, oder? Da hätte man nochmal machen können. So ein Merchandise, einfach eine Quietsche-Ente, die aussieht wie ein Enton. Also... Game Freak, falls ihr zuschaut oder wer auch immer zuständig ist für die Merchandise-Artikel, ne? Hit me up, ne? Also, ich hab eure Ideen. Ich bin im Business. Verdammt. Na gut. Die können gar nichts. Wäre das ein Entoron, also die Weiterentwicklung? Dann hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr Unterschied gemacht, aber so, ja, komm. Ciao. Bam.
kläre Smog, ich kläre es mit dir. Hier und jetzt. Und den anderen beißen wir weg. Einfach auf den Schnabel beißen. Nom. Das muss irgendwie wehtun, oder? Ist es, wenn man auf den Schnabel beißt, ist es nicht so, wenn man auf eine Lippe beißt? Schnabel ist doch basically die Lippe für Enten und so, oder nicht? Bedeutet das etwa, dass ich nur als Künstlertalent besitze? Ich denke, ich erfülle alle Voraussetzungen, um ein erfolgreiches Model zu werden. Naja, also erfolgreiche Trainerin war es auf jeden Fall nicht. Meine Vorspeise ist kalt geworden. Ja, du wolltest ja kämpfen. Die Sportweise, die Vorspeise, ja, die meine ich, ist nicht kalt geworden. Sie ist schon kalt serviert. Oh, ja, um Geld zu sparen wahrscheinlich. Das muss man meinem Vater lassen. Die Vorspeise ist einfach köstlich. Fragst du mich etwa, ob ich kämpfen möchte? Natürlich, ich schlage keine Herausforderung aus. Okay. Wir müssen aber gleich mal auf die Karte schauen. Wo geht's denn dann lang? Wenn wir nach rechts, nach Sonneweg nicht lang können? Geht's dann irgendwie nach links oder nach unten weiter? Ich weiß, dass es so in so einem Kreis wieder rumgeht, damit man später wieder in der einen Stadt rauskommt in, Alter, wie hieß denn jetzt die Stadt? Ach, jetzt habe ich es wieder vergessen. In Herthofen, genau, dass man da wieder rauskommt, damit man da am Ende nach der ganzen Tour wieder gegen Lamina kämpfen kann, aber... Wir müssen mal schauen. Wahrscheinlich werden wir das erst im nächsten Part herausfinden, wie wir zur nächsten Arena kommen. Aber für diesen Part würde ich sagen, machen wir noch ein paar Level-Ups, falls es klappen sollte. Eins haben wir gerade bekommen für Shelterra. Felsgrab. Baum. Ich mache so ein paar Steine auf mich. Felsgrab ist doch einfach nur Steine rausgraben und dann einfach auf die Gegner schmeißen. Also ich meine, mein Trainer könnte das bestimmt auch. Wenn ich so als Trainer Felsgrab einsetze, ich glaube, das ist auch möglich. Könnt ihr mal ausprobieren. Gibt so einen Trainer einfach so eine TM mit Felsgrab drauf. Kann er mitkämpfen. Wie man den dann auf wiederum auf im Pokémon Center, besser gesagt, dann wieder heilt, ist dann die andere Frage. Aber man kann sich da bestimmt schon irgendwas ausdenken für. Oh, Dreschflegel. Aua. Man sollte Dreischläge wirklich nicht unterschätzen, finde ich. Das kann reinhauen. Die Pose von mir. Ja, das kann reinhauen. Wenn man Pech hat. Vor allem Dreischläge und dann Crit. Das Böse. Da habe ich schon Sachen erlebt, die wollte ich gar nicht hören. Das klang irgendwie komisch. Egal. Da. Du hast noch ein Pokémon, oder? Ich meine, ich habe zwei gesehen. Ja, Pichu noch. Ich weiß zwar nicht, was ein Pichu hier zu tun hat, aber ich mach dich trotzdem kalt oder auch lauwarm. Je nachdem, ich weiß ja nicht, ob Pichus Körper wärmer oder kälter sind als von anderen Pokémon. Naja, egal, komische Fragen, die ich mir hier stelle. Ich muss die Lücken füllen mit irgendwelchen random Commentators. Ja, das ist mein neues Wort für Englisch. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, den Vaters Restaurant zu verlieren. Ah, das ist deren Restaurant. Wie konnte ich nur im Hotel meines Vaters verlieren? Oh, ich habe die beide für was anderes gehalten, diesen Geschwister. Ups. So, nun können wir unser Essen endlich ohne Unterbrechung genießen. Mein Freund hat auch sein Bestes gegeben, aber du warst stärker als wir beide. Moment, Freund? Aber ihr seid, habt doch beide den gleichen Vater. Ja, lassen wir die Folge hier einfach mal so stehen.